Moinsen, Wurstwasser-Elmo ist wieder hier. Ja, ich habe euch doch versprochen, dass wir noch die Nebenmission machen. Und ja, ich habe jetzt gerade Lust. Ist draußen eine brütende Hitze und ich wollte mich ein bisschen abkühlen. In meinem Daddelzimmer ist es schön kühl. Und ja, dann fangen wir doch gleich an mit den Nebenmissionen. Die haben vorweg nichts mit der Hauptstory zu tun. Sie sind, naja, so ein bisschen fantasiereich, ne? Also es hat nichts mit dem Metal Gear, mit der Metal Gear Geschichte an sich zu tun. Also nimmt das nicht so ganz ernst. Ich fand das ganz witzig. Wir werden auch gleich mit einer speziellen Nebenmission anfangen. Missionsauswahl. Ja, ja, ich habe das schon mal angespielt. Und zwar, genau, wir wollten jetzt erstmal diese Bedrohung machen. Und zwar müssen wir dafür zwei Leute eliminieren, so wie es da auch steht. Ich habe irgendein Stück Apfel im Mund. Entschuldigung, ich wollte hier nicht das Lispeln anfangen. Also wie gesagt, es sind da ja, Nebenmissionen, damit der Spieler noch ein bisschen was hier von dem Game hat. Und ja, andere Sache noch, vielleicht eine kleine Randinfo. Ich nehme momentan nicht mit der PVA Rocket auf, weil das Teil einen kleinen Defekt hat und ich musste es zum Verkäufer zurückschicken, aber ich kriege auch wieder ein neues. Aber es geht jetzt über die PlayStation 4 und ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Okay. Dann mal auf Extrem, natürlich wollen wir, und starten. Und dann müsste eine kleine Einleitung kommen. Ja, das könnt ihr euch ja selbst nochmal durchlesen, hat jetzt nichts mit der Story zu tun. Genau, das hat noch was mit der Hauptgeschichte zu tun, vielleicht ganz interessant, wer das lesen möchte. Ja, liest es schnell, ich drück's jetzt weg. Jetzt kommt die Nebenmission. Eliminieren Sie die Deserteurbedrohung. The mission objective is to eliminate two US Marines officials. The pair were in Laos together but retired after the US withdrew its forces. They were a sniper spotter team. In country they were known as Glass and Palitz. The eye and the finger. Genau. I've sent VIs of the targets to your iDroid. Take a good look. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger sein, weil ich darf hier nicht gesehen werden. Falls ich gesehen werde von den Soldaten, sind natürlich die beiden Männer, die ich eliminieren will, sofort gewarnt. Und wir haben auch Tag. Das macht das Ganze nicht gerade einfacher. Aber ich gucke mal, was ich so hinkriege. Ich habe mal wieder nichts an Waffen, außer natürlich die leise Betäubungspistole. Naja. Aber ich werde mir gleich eine vernünftige Waffe besorgen hier von den Soldaten. Bleib doch mal stehen, es ist doch heiß hier. Rauch doch eine oder weiß ich was. Das erschreckt mich doch nicht. Mann. Nun bleib doch mal stehen, das ist hier doch kein Wanderverein. Ja, es ist eine Schnake-Mission. Man muss sie eine Schnake sein. So. Hier nehmen wir auch gleich mit und müssen echt gucken, dass wir hier nicht gesehen werden. Weil hier können, da guck mal, da vorne ist schon wieder eine Wache. Und da kommt schon ein Jeep. Und, ah, vielleicht schaffe ich das eben noch. Weg, 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 weg. Lauf doch, Snake! Ja. So weit wie möglich weg. Damit ich nicht gesehen werde. Und dann hat er, jetzt hat er da hinten seine Waffe fallen lassen. Oh, ich Blödkopf. Naja. Vielleicht gibt er mir eine gute Information. Mal gucken. Wecken wir ihn ja gleich mal auf. Ja. Runter mit dir. Ich habe eine kleine Pause gemacht, weil ich ja irgendwie Husten hatte, genau. Wie wecke ich den nochmal? Snake ist so lange her. Ja, genau. Auf die sanfte Art und Weise. Ja, ich weiß so. Und du sagst mir jetzt mal was Vernünftiges, nicht irgendwo, wo Munition ist oder so. Okay, es gibt Richtminen. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, die Information. Sprudeln Sie Ihren Mund mit Cookie Dent aus. Nein, das ist natürlich nicht schön. Aber jetzt habe ich hier schon mal eine erledigt. Ich gucke mal, ob ich da hinten sein Gewehr finde. Das finde ich ja so geil, ne? Diesen Move hier. Bundeswehr, ab in Dreck!
Ja, ich fange schon wieder mit meinem Lieblingsthema an, Bundeswehr. Früher war das ein Verein für Leute, die... Naja, ich lasse es lieber. Nichts gegen Leute. Es gibt vielleicht auch Leute, die waren gern bei der Bundeswehr und ich will das Thema hier nicht wieder ausbreiten. Ah, da ist sie ja. Sehr schön. Die wollen wir haben. So, was ist jetzt hier los? Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Hallo? Nichts da? Ich höre doch ein Fahrzeug. Ich gucke mich nochmal um hier. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Gut, das zu wissen. Und ich glaube, man kann hier oder sollte hier auch Gefangene retten. Das gibt wohl auch einen Bonus. Ach so, eher hier. Mal gucken, ob ich da was... Da kommt doch ein Jeep. Ich gehe mal lieber hier in Deckung. Na, wo ist denn der Jeep? Hä? Ich höre doch einen Jeep, Leute. Ich bin doch nicht taub. Vielleicht ist auch ein Trabi. Was soll denn diese Fahrerei hier? Naja, gut, egal. Der scheint uns wohl nicht zu stören. Ah, jetzt hat der Penner mich gesehen, ey. Ja. Solange es kein iPhone ist, ist auch alles in Ordnung. Nicht, da muss man nachher nämlich Angst haben, wenn da irgendwelche Software fremd ist, dass Apple die verweigert. Nee, dann nehme ich mir doch lieber ein Android-Phone. Und heute bin ich echt nur irgendwie so ein bisschen am Meckern. Naja, das ist immer alles so Geschmackssache, ne? Jeder macht so seine Erfahrungen und... Ich will hier nicht irgendwie derjenige sein, denken, der ist ja blöd, ne? Aber es sind so Sachen so, gerade auch iPhone ist etwas, was ich mir lieber zulegen würde. So, okay. Das kriegen wir bestimmt auch so hin. Ich hoffe es. Oh. Ja, der hätte mich beinahe in die Bredouille gebracht. Oh, jetzt hat mich der andere gesehen. Wir wollen den jetzt hier... Ja, ich habe keine Wahl. Bevor der andere mich sieht, mox ich den hier lieber ab. Und zwar hier hinter. Ich habe leider keine Waffe, die lautlos ist, bis auf diese Betäubungswaffe. Guckt der andere nach. War das der, den ich da markiert habe? Okay, bestimmt nicht. Doch, das müsste der gewesen sein. Okay... Dann gucke ich mal, dass ich an dem anderen hier... Ja. Den anderen hier ausschalte, genau. Wenn ich jetzt einen Schuss mit der lauten Waffe abgebe... Ich teste das jetzt einfach mal aus. Wird man das hören? Er raucht einen. Es wird seine letzte sein. So, ich habe jetzt geschossen. Beschwert sich irgendwer, ne? Ah. Ja, ja, CP, genau. Ja, ist klar. Kannst du mal deine blöde Klappe halten mit deinem VIs on the Droid? Oh, gucken. Immer aufmerksam bleiben. Also ich sehe hier gar keine Wache, was bei extrem schwer nichts heißen mag. Die kommen dann aus dem Boden raus. Die werden dann einfach so respawned. Und dann gesehen. Aber ich sehe wirklich nichts. Ich kann noch mal mich nochmal hinstellen und nochmal mein Fernglas zücken. Das ist so ganz geschickt, habe ich mich gerade platziert. Also hier scheint Ebbe zu sein. Ich darf auch mein Grundziel nicht aus den Augen verlieren. Ich glaube, nach einer Zeit verpissen die sich. Aber das werden wir dann schon sehen. Dann habe ich halt Pech gehabt. Das sieht aber hier echt alles entspannt aus. Was steht denn da? Ach, das ist nur ein Zaun. Der darf da auch sein, der ist nicht schlimm. Wenn der Zaun mich sieht, dann passiert nichts. Also, der ist lieb, ne? Der ist ganz lieb, ein ganz sozialer Zaun. Es gibt auch böse Zauns. Zaune. Zauns? Ach, es fängt ja schon wieder gut an. Ich glaube, ich mache mal ein Let's Play Grammatik mit Elmo. Und dann bringe ich euch so tolle Sachen bei, wie Mehrzahl von Schuhe, Schuhs oder... Wir gehen nach Aldi hin. Aber manchmal habe ich das echt. Also,
Ich bin ja auch nicht gerade der Eloquenteste, wenn ich daddel, ne? Also irgendwie verschlucke ich mich dann manchmal. Naja, egal. Das ist halt so. Mach mal auf hier. Mach auf, Snake. Mann! So, gucken, gucken, gucken. Den... Ja, ja, den wollen wir helfen. Ja, 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 ja. Der ist ja ganz außer Häuschen, du. So, schön die Plastiktüte über den Kopf. Die bleibt drauf. Die bleibt auch drauf, wenn ich ihn gerettet hat. Er muss so leben. Und er wird Kinder kriegen, auch mit Plastiktüte auf dem Kopf. Er zwingt mich doch da gleich nachzugucken, sonst kriegt er sich doch echt nicht mehr ein. Ne? Kann das sein? Wir holen jetzt erstmal schnell die Gefangenen raus. Ich lieg dich hier zur Leiche. Ach, die liegt hier noch. Da, da war eine Ratte. Ja, du bleibst jetzt erstmal hier liegen. Lebendig wird dich ja keine Ratte fressen. So, immer vorsichtig sein. Ich weiß, dass irgendwie mich dann irgendwo was sehen kann. Oh Leute, ich glaube gar nicht, wie ich sehr mich auf Phantom Pain freue. Oh Mann, ich hoffe, dass das Kojima dieses Jahr noch schafft. Aber ich glaube eher nicht. Ich meine, wenn das dadurch besser macht, bitte lasst dir Zeit, Jungs. Bitte lasst dir Zeit, Jungs. Bitte lasst euch Zeit, Jungs. Wo war denn der nächste? Ist hier auch was in den Gefängnissen drin, was Wichtiges? Oh, jetzt hier das Gefängnis abräumen. Was ist denn da? Da ist ein Schild. Ist das wichtig? Was redest du, Macker? Was steht denn da drauf? Das ist aber Spanisch. Das muss Spanisch oder Mexikanisch sein. Ich kann leider weder noch was. Das stimmt, ich bin professioneller Spanischsprecher. Compañero de la Sol, porque me... Ja, ihr wisst schon. Nein, natürlich nicht. Ich kann kein Wort Spanisch. Aber ich versuch's trotzdem. Es ist so ein Hobby von mir. Ich spreche aus Hobby Spanisch. Aus Hobby, ne? Ihr wisst ja. Einfach so. Ich bin ja auch Arzt. Aus Hobby. Nee. Also wir werden jetzt, wenn wir den Helikopter rufen, auch gleich nochmal aufs iDroid gucken. Ja, 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 ich rette dich. So, dich lege ich neben dem anderen, dann bist du nicht so allein. Könnt ihr unterhalten? Ja, so jetzt gucke ich auch aufs iDroid, mein Freund. So, wo sind die Ziele? Da sollen die Zielbewegungsbereiche sein. Okay, das habe ich geschnallt. Was ist hier? Da sind Minen, ne? Oder was? Ach, bleib doch drauf, Snake. Was ist damit gemeint worden? Mit diesem Ausrufungszeichen. So, wie kann man nochmal reinzoomen? Ach so, mit dem R3-Knopf. Ah nee, das ist das Ziel. Okay. Das kriege ich hin, was soll denn? Das ist eine Landing Zone. Okay, okay, okay. Boss, the data I sent earlier was based on the target's known positions at the time. Jaha. Unfortunately, I'm gonna have to clear one of them from your map. According to our intel, the target's on the move and no longer in that area. You'll need to use your own eyes now. But whatever you do, find him. Ja, das werde ich tun. The map has been updated. So, dann wollen wir erstmal den Helikopter rufen. Okay, hier bin ich und hier sollst du auch hinkommen. So, dann seid ihr frei, meine Freunde. Jetzt muss ich leider mal darauf achten, wenn 15 Minuten rum sind, aber ich schneide die Videos näher zusammen. Da kriegt ihr nicht viel von mit. Also ich bleib mal in einer halben Stunde treu. Ein Part, halbe Stunde, knappe halbe Stunde um und bei. Jetzt nicht, nagelt mich da nicht auf eine Sekunde fest, aber... Oh, Helikopter, komm. Na, er hat wieder hier die geilen Lichter dran. Da kann er ein bisschen mit angeben. Da ist ein Strand. Okay, aber da kann man bestimmt nicht hin. Nee. Leider nicht. So, Heli, komm ran hier. This is Morpho, arriving shortly at LZ. Soll ich die Ziele eigentlich töten? Oder soll ich sie kidnappen? Ich versuche sie mal zu kidnappen. Ja, aber Leute, das habe ich ja schon gleich angerufen. Ja, ich gucke mir gleich nochmal das iDroid an. Wieso erhöhte Aufmerksamkeit?
Wieso haben die erhöhte Aufmerksamkeit? Ja, sorry Leute, ich habe ein bisschen spät auf den PlayStation-Knopf gedrückt. Ihr habt nur... Ja, bla 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 bla. Ihr habt nur das Einladen der Insassen verpasst, sonst gar nichts. Ich begebe mich jetzt auch sofort wieder hier auf Action Cross. Und gucke jetzt, dass ich mein erstes Opfer finde und es auch überwältige. Vorher aber wollen wir uns hier gerne nochmal die Vegetation der Kakteen angucken. Kakteen, so ist es die Spitzkaktee, sie ist selten. Nein, wir wollen jetzt hier nicht Paradoxo Vogelkunde machen, wollte ich schon sagen, sondern auch nicht hier Flora und Fauna bewundern, sondern wir wollen jetzt weiterspielen. Mir fällt eigentlich nicht auf, und das soll es ja bei Phantom Pain geben, dieser Tageswechsel, ne? Ich glaube, den gibt es hier bei Ground Zeroes noch nicht. Bei Phantom Pain soll so vieles, vieles besser sein. Also mir ist nicht aufgefallen, dass es irgendwie die Sonne gewandert ist oder so. Euch? Also mir nicht. Also Phantom Pain wird geil. Also ich kann es nicht oft genug betonen, ja. Ja, nur bleib doch mal ganz locker, mein Freund. Lass mich meine Art der Sache hier machen und nicht deine Art. So. So. Eine Sache möchte ich nochmal kurz vorwegnehmen. Ich werde jetzt nicht mehr ankündigen, wann die Parts zu Ende sind, weil das ist mir irgendwie zu lästig. Ihr seht das dann ja, ne? Dann ist der Part halt zu Ende, dann geht ihr auf YouTube auf den nächsten Part und dann ist gut, weil ich muss hier dauernd irgendwie drücken und sagen, jetzt ist Part zu Ende. Und das ist, nein, lassen wir einfach. Ihr seht das ja dann und dann ist schon gut. Oh. Da kommt doch was. Psst, 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 psst. Ah, da ist ja auch schon das Ziel. Nee, da hinten fährt das Ziel. Da hinten ist er. Oh, jetzt ein Scharfschützengewehr. Das wäre echt Gold wert. Der ist angehalten. Da hinten ist auf jeden Fall das Ziel. Frage ist, ob mich hier einer sieht. Das scheint nicht bewacht zu sein, das Ganze hier. Okay. Da hinten ist ein Soldat. Ich habe immer Angst, dass jetzt von der Seite... Das kann natürlich jederzeit passieren. Oh, da oben ist einer. Den habe ich gesehen. Den wollen wir doch gleich mal aus dem Weg räumen. Habe ich ihn getroffen? Ich glaube nicht. Jetzt habe ich ihn aber getroffen. Und er meint, es wäre ein Mückenstich. Na, gebe ich ihm noch mal so eine mit oder warte ich lieber ab? Boss, we figured out the target's movement pattern. Ja, nun bleib doch mal ganz ruhig, mein Freund. The map has been updated. Jetzt werd ohnmächtig, bitte. Werd ohnmächtig. Komm, du hast mich nicht gesehen. Werd ohnmächtig, bitte. Werd ohnmächtig, ja. Oh. Da oben sind aber zu viele Wachen. Ich will jetzt mal gucken, welches davon mein Ziel ist. Ach, da oben ist er, ja. Da ist er. That's target B. Blitz. The map has been updated. Zu viele Wachen. Da komme ich ja gar nicht ran. Komm, Leute, gib mir einen Sniper. Ich suche mir jetzt einen Sniper, dann wird das halt ein längeres Let's Play. Ich mit meinem Rumgefissel hier. Ja, das ist auch noch so eine Sache, muss ich euch sagen. Ich bin keiner, der rumrusht. Ich mache lieber umständliche Wege und guck lieber hier und da und mach's mir ein bisschen gemütlich, bevor ich irgendwas anderes mache. Da ist eine Videokamera, da muss ich aufpassen, nicht, dass die mich gleich filmt. Ah, sieht ein bisschen anders aus, ne, als in der Dunkelheit. Nicht nur, weil es hell ist. Nein. Oh, da hat mich schon wieder einer gesehen, also nicht rennen. Was liegt hier denn Schönes? Wer hat mich denn jetzt wieder gesehen? Ach, Alter, die sehen aber auch nicht alles. Okay. Der hat sich jetzt nur gewundert und alles gut. Okay. Ich schalte die Überwachungskamera aus, dann ist es gleich ein bisschen laut. Das ist dann halt so. Oh, das war ein grober Fehler.
Ja, ich weiß. Jetzt, das ist das, was ich vermeiden wollte. Hektik, Geroding und Fußfilz. Ich guck mal, ob ich die noch erwische. Wenn nicht, dann Pech. Ich hab ihn. Ich guck mal, ob ich den anderen jetzt krieg. Ah, es sieht aber schlecht aus mit dem Gerusche hier. Jetzt muss ich ihn erstmal finden, ne? Ich guck mir nochmal eben die Karte an. Oh! Es war wohl ein Fehler, sich die Karte hier anzugucken im freien Gelände. Das wollte ich leider vermeiden, aber so seht ihr mal, wie das ist, wenn man falsch spielt. Two o'clock. Oh, Target Escape. Ah. Und er hupt auch noch so blöd, ne? Ich hau ab. Ja, machen wir am Kontrollpunkt die Fortsetzung. Das ist, wenn man sich auf dem Weg befindet und ein Scharfschützengewehr sucht. Man ist doch irgendwie sissy, okay? Okay. Das ist allerdings gerecht, muss ich sagen. Jetzt hat er mir das eine Target gelassen. Die Basis... Leute, da wollen wir gar kein langes Affentheater machen. Zurück zu... Nee, Kontrollpunkt. Ja, am Kontrollpunkt. Aber hier sitze ich aber auch wie auf dem Präsentierteller, also ganz ehrlich. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt andere Target jetzt kriegen. Wo kann ich jetzt hier raus, ohne entdeckt zu werden, ist die Frage. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger. Also das eine Target, beziehungsweise das andere Ziel. Boah, Alter. Ich hätte mir gewünscht eigentlich, dass ich woanders respawne, aber naja. Ja, mal zwischen den Zelten rum, da kann man schön Zeltlagerlieder singen. Jetzt gucke ich mal, ob mir da irgendwas schon... Okay. Allradfahrzeug. Landezone. Okay, da soll er sich in der Nähe befinden. Okay. Das ist also weit weg von mir noch. Na, es geht. Boah. Doch eine schöne Ratte noch beobachten. Oh, erschreckt mich doch mit eurem Geniese nicht so. Könnt ihr nicht leise niesen? Könnt ihr euch nicht einen Schalldämpfer vor die Nase schrauben? Also wie gesagt, wenn der Part hier gleich aufhört, dann bin ich im nächsten Part wieder weiter zu sehen. Ich kündige das jetzt hier nicht an. Es ist für mich halt auch schwer, da ich manchmal keinen Einfluss darauf habe. Ach, du Scheiße. Oh nee. Also beknackt, da konnte ich auch nicht laufen, ne? Oh, Alter, Herzinfarkt pur. Dreifacher Herzinfarkt! One target left. Take him out. Oh. Hat er mich jetzt gesehen? Stirbt er jetzt ab? Oh. Alter! Den auch gleich. Komm, Snake. Bitte schieß im Kopf. Ist nicht nötig. Alter Verwalter, was für ein Herzinfarkt. Das geht ja überhaupt nicht. Arschloch. Ist doch so, ey. Lass ihn schlafen. Ah, der kümmert mich eigentlich auch nicht weiter, oder? Eigentlich nicht, komm. Kriech hier. Querfeld 1, Snake. Da oben ist noch einer auf dem... Aussichtsturm, wollte ich schon sagen. Ja, ist ja ein Aussichtsturm. Alter, wie viele Soldaten sind denn hier bitte? Okay, ich versuche es geschickt zu machen. Und ich gehe da auch auf dem Aussichtsturm rauf. Nicht, weil ich die Aussicht genießen will. Nein! Weil ich vielleicht auf ein Scharfschützengewehr hoffe. Den habe ich betäubt. Der müsste auch bald umkippen. Oh Mann, was ist denn da los?
Ja, den Treffen wird schwer werden. Ich glaube, den schalte ich im Nahkampf aus, aber die eine Wache müsste gleich umkippen. Ja, nur kipp um. Oh! Meine Fresse! Das ist hier Herzinfarkt pur. Aber mal ein bisschen Action. Nein, du gehst nicht in das Auto. Nein. Nein. Was ist hier eigentlich los, Leute? Hat mich der Typ aus dem Aussichtsturm da jetzt gesehen? Ja, hat er. What is that? What is that? Got it. Let me check it out. Ja, check mal Auto. Ich hab dich doch jetzt getroffen, ne? Du pennst doch sicherlich gleich ein. Du siehst mich nicht. Du hörst mich nicht. Ich bin unsichtbar für dich. Nur penn ein. Penn bitte ein. Mach's mir nicht so schwer. Hä? Mann, ist mir duselig. Wieso pennst du nicht ein? Ja, sehr schön. Hey, you okay? Boss, the target has left his predicted field of movement. Ja, es ist nicht so schlimm. Ich habe hier ganz andere Probleme jetzt. The map has been updated. Jetzt kommt er hier hin. Okay, ich versuche ihn im Nahkampf auszuschalten. Ich wollte es eigentlich anders machen, aber... Naja, gut, dann ist er da vom Turm runter. Die sind alle noch am Pennen, sehr schön. Wer hat mich jetzt gesehen? Wer... Och, nö! Ja, wenn ich mal wüsste, wo er ist. Leute, das war doch wieder ein Fail. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part, sage ich jetzt mal ganz offiziell. Doch, an dem Zielpunkt halt. Bis dann.